Ah, so Freunde, wir stellen die Tasse weg, stehen auf von unserem gemütlichen Stuhl, stellen uns vor unserem Häuschen und damit begrüße ich euch wieder einmal recht herzlich zurück in Lego Worlds. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag mittlerweile und was mir gerade so aufgefallen ist, ist auf dem Hut oben das Gelbe, sind das böse Augen? Ist da ein Gesichtchen drauf auf dem Hut? Das sieht man jetzt wegen den Haaren relativ schlecht, aber könnte doch durchaus so sein. Ja. Schön. Da sind wir wieder. Wir haben in der... Nee, ich sag da nicht zu. Wir haben in der letzten Folge unser Garten eingezäunt und ein bisschen uns unterhalten, wie wir jetzt weiter vorfahren möchten. Mir fällt gerade... Wir haben zwei Sachen vor in dieser Folge. Wir haben natürlich keine Leiter, um auf die Garage zu kommen. Brauchen wir auch gar nicht. Wir haben dort hinten, was ich natürlich wieder vergessen habe, weil ich immer alles vergesse, hier hinten ein japanisches Haus gesehen, was wir eigentlich nochmal untersuchen wollten. Deswegen fliegen wir da schnell hin. Und wenn wir zu Hause angekommen sind, dann werden wir in dem Garten etwas ganz Besonderes bauen, worauf ich mich schon sehr freue und was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Aber dazu später mehr. Jetzt werden wir erstmal... Ist das da hinten? Ist das ein Lebkuchenhäuschen? Ja, das könnte ein Lebkuchenhäuschen sein. Wir gehen erstmal in dieses japanische Haus und gucken, ob wir das schon entdeckt haben. Sieht fast so aus, als war ich hier schon drin. Ja, da ist die Truhe offen. Wir können ja trotzdem mal reinlaufen, wo wir gerade hier sind. Huch. So weit wollen wir nicht. Ja, und so sieht dieses japanische Haus von innen aus. Hier ist eine große Truhe, in der wir was gefunden haben. Die blinken immer. Kann ich die entdecken und mitnehmen nach Hause oder auch irgendwo hinstellen? Das wäre eigentlich echt schön. Aber ich kann die nur kaputt hauen und dann sind sie weg. Das ist immer ein bisschen doof. Aber ich nehme an, wenn wir dieses japanische Haus hier schon durchsucht haben, dann werden wir dort hinten das das Lebkuchenhäuschen dort auch schon haben. Wir fliegen auch wieder nach Hause. Ich muss euch das jetzt zeigen und erzählen. Wo war nochmal der Weg nach Hause? Ich glaube, das war hier. Von hier aus sieht das komplett anders aus, als wenn man das von der anderen Seite sieht. Da ist unsere Garage. Wir waren auch noch nicht da hinten bei dem Lava. Was mir persönlich jetzt aber eigentlich auch gar nicht so wehtut. Weil Lava ist heiß. Und wenn wir da reingehen, sterben wir. Diese Erfahrung durften wir auch bei anderen Spielen durchaus schon teilen. So, wir parken das Ding im Selbstgleitungs-Einpark-Modus. Stellen uns hier in den Garten. Und jetzt haben wir etwas vor. Und zwar habe ich euch ja von diesem kleinen, netten Husky erzählt. Und ich habe euch die Aufgabe gegeben, dieses kleine Tierchen einen Namen zu geben. Und tatsächlich konnte ich mir unter diesen vielen, vielen Einsendungen von Namen per Post einschreiben, Kommentare und. Ganz, ganz schwer einen raussuchen. Nein, jetzt erstmal Spaß beiseite. Ich freue mich richtig, denn es hat wirklich einen Kommentar gegeben, in dem wir einen Namensvorschlag für dieses kleine süße Hundi gibt. Und zwar lautet der Name, wenn ich es richtig ausspreche, heißt unser kleiner Hund jetzt Quannik. Das ist ein Inuit-Name und bedeutet so viel wie Schneeflöckchen. Und das ist auch für unseren kleinen Freund hier sehr, sehr passend. Deswegen reiten wir auf unserem kleinen Hund mal in den Garten. So, Quannik, ist das hier schön? Hm? Ist das hier schön, Quanni? Hm? So. Was wir machen müssen, ist dem Tierchen eine Hundehütte bauen. Ja, genau. Wenn wir nämlich dieses kleine Tierchen hier bei uns weiter beherbergen möchten... Jetzt ist er weg. Wo ist er hin? Da. Und... was? Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht. Aber macht ja auch gar nichts. Zwar müssen wir jetzt für unseren kleinen, süßen Quannik ein kleines Hundehütchen bauen. Hundehütchen traditionell, wie man sie ja aus vielen, vielen Serien und auch Disney-Filmen und so kennt.
kann man ja einfach mal klischeehaft eins bauen. Passend zu unserem kleinen Hündchen können wir das ja in hellblau machen. Also was? Nein, das geht rückgängig. Geht natürlich nicht. Hatte ich euch schon erzählt, wie sehr mich dieses Feature bereichert, dass man rückgängig arbeiten kann? Ja? Gut. So, blau. Wir könnten ihm natürlich auch pinkes Hundehütchen bauen, lila Hundehütchen oder ein transparentes Hundehütchen, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht sogar Wassersteine sind. Wäre ja nicht so vorteilhaft. Ich glaube, da ich ja immer hier derjenige bin, der das zu entscheiden hat, kriegt das Tierchen mal einen limongrünes Hundehäuschen. Ein bisschen reinzoomen, wenn es geht. Nein, es geht nicht. Aber das soll uns jetzt auch nicht weiter stören. So, wie groß machen wir das Hundehäuschen? Und wo genau setzen wir das hin? Machen wir das vom Haus zur Garage oder machen wir das vom Wasser zum Wasser? Links. Dann machen wir jetzt hier mal so. So und so. Ist das groß genug für einen kleinen Husky? Oder sollten wir vielleicht noch eine in die Breite gehen? Sollten wir vielleicht so bauen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube, wir können dem kleinen Quannik ja ein bisschen mehr Platz lassen. Deswegen. Jetzt haben wir wieder einen zu kurz. Macht aber nichts. Brauchen ja auch noch einen Eingang. Und ich würde sagen, wir bauen das Ding erstmal in die Höhe. Zack. Ich könnte natürlich auch größere Lego-Steine benutzen. Ich versuche mal, ob wir das jetzt so hinkriegen. Vernünftig. Nein. So. Und ein bisschen hiervon. Wie hoch muss so ein Hundehütchen? Quanni, komm mal her. Quanni. Ja, ich glaube, der hört noch nicht so ganz auf uns. Aber er bleibt in unserer Nähe. Ich höre ihn die ganze Zeit bellen. Das freut mich. Ich mag das, wenn unser kleiner Freund bei uns immer in der Nähe bleibt. Fühlen wir uns nicht ganz so allein in dieser blockigen Welt. Aber falls wir uns einsam und alleine fühlen, können wir ja auch gerne zu unserer Nachbarin Margaret gehen, wenn Ronald auf der Arbeit ist oder sie kommt uns besuchen, wie schon so häufig. Wir gehen ganz intensiv schwimmen und unterhalten uns sehr. Oh, hi Ronald. So. Ja, das muss auf jeden Fall noch mindestens zwei höher. Mindestens zwei höher, weil das Tierchen wird ja irgendwie auch größer. Vielleicht. Hoffentlich. Und selbst wenn nicht, dann hat er genug Platz, um sich auszutoben. Junge Tierwelpen haben ja auch immer das Bedürfnis, gerade Huskies, sich auszuleben und auszutoben. Und deswegen machen wir... Oder... Hundi! Er ist schon süß. Jesus, da passen wir ja schon fast rein. Ach komm, was soll der Geiz? Bauen wir noch einen höher. Was soll denn der Geiz, Freunde? Ach ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Nie am Hund sparen. Nie am Hund oder anderen Tieren sparen zu Hause. Wenn ihr Tierchen habt, immer das Beste für die Tierchen. Das ist doch ganz klar. So, jetzt möchte ich einmal versuchen. Wir haben doch auch diese schrägen Steinchen hier, diese Dachsteinchen. Die oder die und Ecksteinchen. Wenn wir jetzt das mal... Das Dach machen wir grün, blau. In hellblau. So, hellblaues Dach. Passt auch super zusammen. So und so. Und drehen. Wir müssen ja noch die Ecksteinchen dran später. Und jetzt könnten wir doch eigentlich hier oben anknüpfen. Oder nicht? Aber das würde... Ist das die Hälfte? Ne, das geht ein zu weit. Da brauchen wir hier einen kürzeren. Und so von der Seite... Ach, das ist gar nicht symmetrisch, das Häuschen.
Oh Mann, da kriegen wir Ärger mit der Baubehörde, Freunde. Wie sollen wir das denn? Erstmal den jetzt versuchen. Okay, der ist zu kurz. Brauchen wir einen länglicheren. Genau, den hier könnten wir dafür gut nehmen. Den müssten wir aber so setzen. Klack. Na, das nimmt doch schon mal langsam ein bisschen Form an. So. Jetzt brauchen wir noch einmal das. Ist das die gleiche Länge? Ne, das ist sogar noch länger. Brauchen wir das in kürzer? Da. Mal zwei. Einmal. Und dann so. Ich finde, das sieht bis jetzt gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Schwupp. Nee. Geht's jetzt zurück machen? Nein, es geht natürlich nicht. Wieso sollte es auch funktionieren? Es hätte uns ja so viel Arbeit erspart. Und zwar die ganze Arbeit von so viel. So. Huch, plumps machen wir hier. Also, meine farbliche Kombinationsgabe ist sehr beschränkt. Aber davon lassen wir uns jetzt gar nicht beirren. Wir brauchen noch weitere Schrägsteinchen. Weitere Schrägsteinchen für das Dach. Jetzt müssen wir gucken. Das war ja gerade zu lang. Dann brauchen wir die einer Schrägen hier. Sowas. Oder? Oder länger? Dass wir drehen. Oder überlappen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Oder hier solche Dachabschlusssteinchen. Aber die passen ja noch gar nicht richtig. Die passen ja noch gar nicht da oben drauf. Ich überlege gerade, wie wir das Dach hier abschließen können. Ich probiere mal rum. Wir haben ja Zeit, wir haben ja keinen Druck. Also, na, wir haben ja jetzt keine Ablauffrist. Unser Tierchen ist uns ja so noch ein bisschen wohlgesinnt. Dann probieren wir das mal so. Jetzt brauchen wir von der gleichen Steigung. Ist das die Steigung? Ja, ne? Steigung, Steilheit, wie auch immer. Klack. Nein, nicht klack. Wieder hochklack. Da. Das ist genau die Größe, die wir haben gesucht. Und ich hoffe, das geht nicht. Okay, nochmal hier. Das gleiche Spiel. Einmal so. Jetzt müssen wir uns wieder die kleine Ecke raussuchen. Diese kleine Ecke hier. Und die wieder links und rechts ersetzen. So, nochmal zweimal drehen und wieder runter, einen hoch. Und das Dach ist doch schon fast fertig. Und da setzen wir uns einfach nur noch eine Platte drauf. Da setzen wir jetzt einfach nur eine arschglatte Platte drauf, so. Und damit hat sich die Geschichte. Nein, nein, rückgängig geht nicht. Gut. Also noch einmal an die Dachdecke arbeiten. Wir lassen uns ja gar nicht beirren. Wir nehmen erst die... Waren das die ganz kurzen? Da sind die ganz kurzen. Es ist... Ich würde es mir auch sehr wünschen, die Kamera weiter reinzoomen könnten. Oder halt allgemein weiter in der Nähe der Kamera bleiben könnten. Aber wer weiß, was da noch alles kommt. Ich lass mich da sehr gerne überraschen und freue mich immer ein bisschen. Wenn, ich weiß auch gar nicht wann oder ob bald nächster Patch angekündigt ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt ja im Moment auch noch so genug zu entdecken. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt Langeweile hätten. Wir haben noch genug zu erkunden im Moment. Vielleicht können wir auch die Plättchen hier nehmen. Vielleicht macht das ja einfacher. So.
Wir haben ja noch viel, viel, viel zu erkunden. Und deswegen quatschen wir gar nicht lange drum rum. So, deine Hundehütte ist fertig. Nicht, haha, hier fehlt dir noch ein Eingang. Habe ich nicht vergessen. Jetzt muss ich überlegen, wie wir den Eingang machen. Ich hätte gerne einen normalen Eingang, wo es oben halb rund offen ist. Aber ich glaube, das ist sehr schwer bis gar nicht zu realisieren. Und deswegen suche ich jetzt mal diese kleinen Zweier, die hier. Vorsichtshalber schon mal in der Farbe, falls wir hier irgendwas falsch machen. War das die hier? Weiß ich gar nicht. Nee, das war Limonengrün, das war das hier. So. Und dann fangen wir an. Wie breit ist das Häuschen jetzt? Das sind 2, 4, 6, 8, 9. Wie lange nehmen wir schon auf? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Uhr nicht so im Blick. Beeilen wir uns ein bisschen. Machen wir hier schnell einmal einen Eingang. Falschen Knopf gedrückt. Ja. Machen wir den Eingang doch einfach 5 breit, oder? Ja. 5 ist für ein Hundi doch ein guter Kompromiss. So. 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 So, und so haben wir eine Anlehnung an Runde, eine runde Öffnung. Jetzt versuchen wir mal unseren Hundi, unseren kleinen Quannik da rein zu manövrieren. Wir selber passen da nicht rein. Können wir den da reinschubsen? Hm, Quannik, möchtest du in dein Hütchen gehen? Gehst du in dein Hütchen? Oder passt er da auch nicht rein von der Höhe? Egal, er hat ein Hündehütchen. Jetzt brauchen wir natürlich noch einmal ganz, ganz schnell ein Schildchen, um dem Hündchen auch zu zeigen, dass er hier akzeptiert wird und dass er hier wohnt. So. Drehen. Muss immer gucken, ob wir jetzt den Zeiger auch auf dem Icon haben, weil wir den ja hier nicht angezeigt kriegen. Ah, das mit dem Schild ist doof. Ich überlege mir da noch was. Wir haben ein Hundehütchen gebaut. Ich bin ein bisschen stolz auf uns gerade. Maus, weg. Lass uns hier aus diesem Menü. So, hallo, Margaret. Ja, geh in dein Hütchen. Er möchte in sein Hütchen. Er freut sich. Wir freuen uns. Hallo. Und jetzt legen wir uns wieder auf unseren Liegestuhl. So. Und beenden die Folge wieder mit einer leckeren, schmackhaften und formschönen Banane. Und noch eine, weil wir ja so viel geschafft haben. Da haben wir uns das auf jeden Fall verdient, uns jetzt den Wanst mit Bananen vollzuschlagen. Und bevor ich noch mehr sinnlosen Quatsch erzähle, Laber und was auch immer, sage ich einfach nochmal, und ich werde es immer wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bis zur nächsten Folge und bis dahin habt Spaß mit Lego. Tschüss.